Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Megacraft. Heute mit dem X-Technics HD im Hintergrund. Ja, und ich habe gestern ein bisschen gestreamt. Und habe hier jetzt endlich eine Portal Gun, ein bisschen Eisen gesamt. Moss, Cobblestone, mir geholt und so Sachen. Und da bin ich jetzt erstmal für, dass ich meinen Tag mache. Und ich habe es jetzt auch so eingerichtet, dass sich der Server automatisch um eine bestimmte Uhrzeit hochfährt und um eine bestimmte Zeit runterfährt, damit ich nicht jedes Mal den Server selber starten muss und abends stoppen muss. Die Zeiten sind jetzt von 20, also bis 20 Uhr von 10 Uhr aus. Was für eine Logik, von 20 bis 10 Uhr. Naja. Und ja, der Nico, aka Skycow, boah, kurzer Leck, ist im Urlaub in Bella Italiano. Und hat mich hier komplett alleine gelassen, für unserem Server. Und ja. X-Technics guckt gerade im Hintergrund ein bisschen Fußball, also nicht wundern, wenn er sich gleich irgendwie freut. Oder Tor schreit oder sowas. Nicht, dass ihr denkt, ja, hat er sie noch alle? Ja, er hat sie noch alle. Oder auch nicht. So. So, und ich kann gleich weiter zaubern. So, und ich spiele jetzt erstmal eine Runde Agario. Ja, können wir ja gleich auch machen. Und nicht wundern, dass, also ich habe ein bisschen Vorrat aufgenommen. Also nicht wundern, wenn sagen wir jetzt mal eine Woche jeden Tag Minecraft Megacraft kommt und dann mal eine Woche nur am Wochenende. Das ist halt je nachdem, wie viel ich schaffe zu produzieren und vorproduzieren halt. So, wir haben Megabaum gefunden, gut, das ist schön. Und ja, und es kam auch die Frage unter der ersten Folge, ob man mitmachen kann. Ja, man kann mitmachen, man muss sich auf meiner Internetseite melden unter Minecraft Megacraft und dann mitmachen. Und ja, gut, dann gehen wir jetzt erstmal ins ME-System. Und bauen uns eine Ho, oder Laios? Mhm. Gib mir einfach immer recht. Mhm. Ach genau, und ich habe ein Dia gefunden. Weil ich war halt mehr auf Erde und so aus. Deswegen habe ich nicht noch weiter gesucht. Und weil ich wollte jetzt auch nicht mehr als zwei Stunden streamen. Ah ne, wir brauchen noch nur ein Loch. Ich bin. Oder Lars? Ja. Wie er mir einfach immer recht gibt. Mhm. Machen wir das Loch. Boah, ich hasse manchmal diese Rucksäcke. Was war das denn gerade, Lars? Ein Handy war das. Ach so. Ach stimmt, er skypt auch gerade über Handy. Und ja, wie steht's mit deinem Tablet? Wie voll ist das? Es lädt extrem langsam. Ich kann da gleich mal nachgucken. Sagen wir es mal so, meins hängt seit circa einer halben Stunde dran und ist schon voll. Meins ist wahrscheinlich höchstens bei 15%. Ja. So, dann baue ich hier gleich auch mal ein bisschen was am Haus weiter. So, als erstes tue ich mal diese Flaxseeds hier an pflanzen und ich relock mal eben. Nicht Texture Packs. Escape. Connect to Mega Craft. So. Könnte daran liegen, dass es so leckt, dass weil gerade immer noch meine Festplatte recht voll ist. Zumindest vermute ich das. Lars? Mhm. So. Ich habe gedacht, du wärst schon gestorben mittlerweile. Ja, das tue ich sehr oft. Sterben. Das ist eine schöne Sache. So, ja. Gut. Ich habe jetzt hier erstmal was angepflanzt und... Ja, dann tun wir jetzt mal gucken, ist hier noch was drin? Nö. Und ich habe ein bisschen was an den Regeln verändert. Und morgen machen wir erstmal eine Longboard-Tour. Die war doch schon lange, theoretisch, für die, die jetzt schauen.
Ja, Ich habe ja schon für übermorgen bis übermorgen hochgeladen. auf jeden Fall machen wir eine. Jo, die kam wahrscheinlich auch schon lange. Auf jeden Fall, wir haben jetzt den für den Strom die Preise feststehen. Ein MFE-Foil kostet 5 Shards und 2 Stacks Erde oder irgendwas anderes wie Kabel, damit wir es im Mars Fabricator tun können. Und da hat sein Handy vibriert. Ein MFSU-Vollstrom kostet 25 Shards und 5 Stacks. Und unendlich kostet, also unendlich Energie kostet 1 Stack Shards und 20 Stacks. Und nein, ich habe nicht übertrieben. Ich habe den Preis extra so für Nico gemacht, weil ich weiß, dass er High Voltage haben will und dann nicht MFSU, hier einen Mars Fabricator dran setzt. Und dann gibt es hier noch eine Steuer für unser ME-System, da wir recht viel Strom verbrauchen. Kostet das im Monat ein Dia oder 32 Kohle oder 5 Shards. Und dann gibt es noch einen Jahrestarif mit 11 Dias oder 380 Kohle oder 60 Shards. Leihers? Ja, Achso. ich höre dir zu. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt ein bisschen an der Seite noch verändert. Das sieht eigentlich recht cool aus und mal gucken. Boah, ich habe schon einen Score von 500, ey, das läuft. Gut. Ach genau. Dings meinte ich, ich soll den Macerator bauen. Oder hab. Nee, hatten wir jetzt schon den Macerator? War es der Macerator oder war es der Extractor? Ich habe eine Folge, die hieß Macerator, meine ich. 650er Score. Okay. Den muss ich doch erst bauen. So, mal gucken. So, dann machen wir mal den Macerator. Ah, nicht Tee. Was brauchen wir denn dafür? Flint, Kabel, Machine Block und Circuit. Ein 700er. hatte dann hat er entfernen. Flint hat er nicht, muss ich mal eben holen. So. So. Ich mach mal einen kurzen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. Und da bin ich wieder. Mal kurz rein. So, wir brauchen mal eben ein Flint. Und ich sollte mal eben Maschinenblock machen. Ich glaube, der ging so. Okay. Das war Block of Iron. Wie ging noch mal ein Maschinenblock? Refined Iron. Habe ich das? Nö, natürlich nicht. So, dann machen wir uns mal eben ein paar Refined Iron. Tu das. Ja, muss mal eben gucken. Und wir haben, also das war ja gerade die Preise und ich habe davon gesprochen, dass wir neue Regeln haben. Nico ist es ja passiert, ihm ist eine Folge kaputt gegangen. Dank Camtasia. Und jetzt gibt es die Regel, wenn Aufnahmen verloren gehen, muss man 20 Minuten ins Gefängnis. Dann gibt es die Regel, wenn man 2 Wochen inaktiv ist, ohne sich bei mir zu melden, fliegt man direkt aus dem Projekt raus. Und da hat sein Handy wieder vibriert. Ich komme sofort. Ja. Mal eben kurz nochmal weg gewesen. So, Lagos? Oh, ich komme. Ich muss mal eben ins Skype. Irgendwas stimmt da wohl nicht. Naja, egal, dann nehme ich halt jetzt weiter alleine auf. So mal eben ein Block auf, also so einen Maschinenblock machen. Achso. Der ging so, dann
So, und wir haben unseren ersten Macerator. Und ich überlege gerade, genug Flint habe ich, dass wir uns einen zweiten machen. Ich schreibe ihm einem was. Los. So. Ich weiß nicht, was los war, aber ja. Egal. Also ich wollte gleich auch weiterzaubern, wenn wir das gemacht haben. Und ich könnte ja schon mal den Macerator aufbauen. Da ruft er wieder an. So, Laios? Laios? Ja! Achso, du warst gerade zu leise deswegen. Was war los? Keine Ahnung. Du bist plötzlich weg gewesen. Das fand ich nicht gut. Naja. Weil ich gerade... Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich ja schon mal hier das nächste Rezept machen. So, und ich gehe jetzt erstmal aus C raus, weil wir spielen ja erstmal eh kein Agar. Ne? Können wir gleich noch machen, aber ich wollte jetzt erstmal noch die Folge hier beenden. Dann tu das. Ja, kommt doch noch. Tintransmutation. Ich glaube, das war Gold, was da noch mit rein muss. Oder auch nicht. Tintransportation, mal gucken auf einen klugen Zettel. Hier steht aber, was ist alles auf Tin denn drauf, mal gucken, habe ich Tin? Und wie ich Tin hab? Den soll ich auch mal kurz schmelzen. Weil ich meine, das war auf Tin drauf. Ich kann auch mal eben gucken. Falscher Knopf. Sag, die Aufnahme hat jetzt nicht abgebrochen. Tintransmutation. Feed the Beast. Ignis, Permatatium und ich glaube, das war das Feuerelement, was fehlt. Oder Lars, was denkst du? Nö. Da ist das aber drauf. Permatatium mit Metallen. Hä? Also das ist nur die Basic Transmutation. Metallum, Permatatium, Gold. War, also Gold war ja nicht dabei. Was ist denn hier noch alles so drauf? Nur das. Permatatium. No. Vielleicht? Ne. Will nicht. Pff, blödes Ding. Nein. Naja. Ich mach noch mal eben ein paar Blöcke. Und 2, 3. Wie gingen denn nochmal die Circuits? Ich glaube nicht, dass der was dagegen hat, wenn ich mir so welche mache. So. Und wir brauchen noch Flint, was er ja nicht hat. Deswegen renne ich mal eben hier ein bisschen weiter weg, damit ich abbauen darf. Und ja. So, könnte ich hier schon mal abbauen.
So. Ich mache das jetzt hier auch gerade nur mit dem Abbauen. Ach genau, und ich habe hier es so eingestellt, dass man jetzt das Datum sieht, wann ich es aufnehme. Das war irgendwie auch scheiße, aber damit man nicht vergisst, wie spät es ist, habe ich jetzt halt das Datum einblenden lassen. Und wir haben Kies gefunden. Super Kies, boah. Ja, das brauche ich deswegen. Haben schon... Lol, war da... Gab... Nee. Ach, da haben wir doch eins. Die waren hier, glaube ich, seltener. In den neueren Versionen. Schon wieder so lang her, dass ich die Version hier gespielt habe. So. Ein bisschen Kupfer für die Kabel. So. Und jetzt nicht, dass ihr meckert, dass ich vorhin das Tin Mace Rager getan habe. Das habe ich so absichtlich gemacht. Aber ich würde sagen, hier sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao.